das Allerletzte für mich am Valentinstag ist, dass man sich 364 Tage im Jahr nicht sagt, dass man sich liebt, aber an diesem einen Tag schon. Ich liebe dich. Unter aller Sau. Ja, ich hätte gerne keine Küchenmaschine von dir. Klingelt da was? Küchenmaschine? Kann ich jetzt? Das geht gar nicht. Das... Ach so. Nein, nein, das kläre ich im Vorfeld. Ich bekomme dann schon, was ich mir wünsche. Was lassen Sie denn gerade noch als Geschenk durchgehen? Ein teures Parfum. Valentinstag, Frauentag und dann kommt auch noch die Geburtstage. Der Valentinstag wird kommerziell ausgenutzt und insofern ist er überflüssig. Ich weiß nicht, mit welcher Frau ich mich treffen soll. Das ist daran scheiße, weil ich zu viele habe. Okay, wie viele sind es denn dann? Boah, 7, 8. Ich habe aufgehört zu zählen. Digga, und wie viele von denen würden dich heiraten? Gar keine. Mir ist der Tag völlig egal. Dass als Mann nichts bekommt, nichts geschenkt bekommt, ja, finde ich scheiße. Und das ist doch das? Allerletzte, ja. Das ist allerletzte. Das allerletzte wäre für mich, dass ich halt immer Rosen sehe überall, jeder schenkt was, und ich halt niemanden habe, den ich was schenken kann, in dem Sinne. Oh. Ja. Vielleicht meldet sich heute noch eine. Sorry, jemand ruft mich an. Also für mich ist das allerletzte, dass mein Mann so unromantisch ist. Sitzt er heute wieder an der Playstation? Naja, er war schon immer so und irgendwie habe ich ihn so ausgewählt, aber jetzt mittlerweile nach all den Jahren finde ich schon blöd. Ich finde, so eine Rose oder ein Blumensträußchen könnte schon sein. Valentinstag bedeutet für mich Horror. Nicht mal dem Herzblatt eine neue Hüfte spendieren? Nee, ich möchte nichts kaufen an dem Tag da unbedingt. Allerletzte für mich der Gruppenzwang. Lieber Gruppensex.